Gerade meine Aufnahme. Hallo YouTube-Gesellschaft. Heute wird wieder gezockt mit Heinrich dem Schönen und auch dem Geilen und dem besten Liebhaber von Therese aller Zeiten. Ich will wissen, auch von euch Chat, glaubt ihr, dass heute Zwinky Zwonky gehabt haben wird? Oder nicht? Auch für YouTube jetzt Kommentar reinschreiben. Ist heute Zwinky Zwonky an der Reihe oder nicht? Kommt heute Sexy Time mit Theresa? Natürlich. Möchtest wissen, Chat? Nö. Okay, alles klar. Das ist nur eine, Meinung. Gibt's andere Meinungen? Gibt's Gegenstimmen? Zwinky Zwonky ist am Start, klar. Theresa ist soweit, wird dir geschrieben. Schöne, schöne Formulierung im Chat. Das gefällt mir. Andere Wortbeiträge noch eben von der Gesellschaft. Ich bilde ja auch hier die Gesellschaft wieder, ne? Also die bilde ich hier ab im Stream. Und alles klar. Wer ist Theresa, wird hier gefragt. Theresa ist natürlich die wunderbare Liebschaft vom Heinrich und sie ist die schönste, aber auch die geilste. So. Und dementsprechend schön, dass wir das geklärt haben. Oh, schön, dass wir das geklärt haben. Chat, jetzt geht's aber erstmal darum, bevor wir starten, ich habe zwei Pakete bekommen und es ist Christmas Time, es sind Christmas Feelings. Wir haben hier 420 Christmas Licht angemacht. Und wo sind die Pakete? Ich fange mal an. Ich habe ein Paket bekommen von 505 Games und das mache ich jetzt auf. Das packe ich aus. Ich habe es nur noch mal aufgerissen, aber ich habe noch nicht richtig reingeguckt. Also ich weiß eigentlich gar nicht, was drin ist, aber ich weiß, von wem es kommt und ich habe auch den Adressaufkleber entfernt. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Jetzt geht's ab. Also, 505 Games, was haben wir drin? So, was schreiben sie? Lieber Krogi, wir wünschen dir ein frohes Fest und freuen uns auf coole Aktionen 2022. Dein 505 Games Dachteam. Julia und Daniel. Sehr nett, nette Karte, finde ich cool. Was gibt's dabei? Es gibt Fiber Sunglasses. Was ist das bitte? Eco-friendly Fiber Sunglasses. Wofür? Ich habe eine Sonnenbrille für den Stream bekommen, Chat. Alter, was? Alter, ist das geil? Ist das. Leute, ist hier Jamaika Christmas oder was? Jamaika Christmas, Leute, was geht ab? Alter, ist das hier Jamaika Mega Christmas Party oder was geht ab? Ja, Echo Wheat Straw Fiber Sunglasses. Ich glaube, ohne Plastik, wie ich das so richtig verstehe. Ist noch eine Beschreibung drin? Nee. Doch, hier. Bitte nicht im Streaming-Raum benutzen. Aha. Mach mal Marschlag. Das ist nett. Das ist sehr nett. Ich mache mal den Aufkleber ab. UV Protection 400. Das ist doch geil. Das ist doch Hammer. Okay, die lasse ich so auf. Das finde ich schon mal richtig gut. Tolles Geschenk. Dann geht's aber weiter. Was haben wir noch hier drin? Sowas. So ein Paketchen. Was ist hier drin? Alter. Ist das ein Lamborghini? Was ist das? Das ist ein Schlüsselanhänger. Ne, hier ist noch was drin. Ist das ein USB-Stick? Auf jeden Fall ist das Assetto Corsa Competizione. Das ist ja geil. Aus Leder. Aber das können wir doch mal. Ich finde, das können wir mal im Stream hier verschenken. Das kann ich nicht an meinen Schlüsselbund machen. Das ist mir zu. Oder am Sprinterschlüssel. Schön am Sprinterschlüssel so ein Rennwagen-Dingsy. Finde ich auf jeden Fall auch nice. Lambo Mike. Geil, vielen Dank. Super geil. Ist noch mehr drin. Es ist viel mehr Shit hier noch drin. Irgendwelche Aufkleber, keine Ahnung. Und, was haben wir noch? Top Smile Powerbank Blade Ultra Thin. Aha. Alter. Red Solstice 2 Survivors, okay. Also eine Powerbank haben wir auch noch, Chat. Dankeschön. Das ist ja ein richtiges Feelgood-Paket. Powerbanks. Ich meine, ich habe eine Powerbank, ne? Ich überlege dann immer schon, wenn ich sowas kriege, ganz ehrlich, können wir das nicht direkt durchreichen an Leute, die zugucken? Auf jeden Fall ist das mehr Power, das ist immer gut. Aber es geht noch weiter. Dann ist hier noch Schokolade drin. Kennt ihr das? Launsteiner Nips. Kennt ihr Launsteiner Nips, Leute? Ich nicht. Da ist drinne, Achtung, Erdbeer, edle Traube, Haselnusskrokant, Orange, Kokos und Waldfrucht. Aber nichts hat 42%. Aber geil, ist in der Rosine. Sieht gut aus. Ist geil. Und jetzt kommt noch eine Sache, ist noch drin. 505 Games. Was ist das? Ein Weihnachtsbaum steht hier dran.
Oh, das ist ein echter Baum. Banderole öffnen und den Sticker abziehen. Circa 30 ml Wasser langsam in den Würfel gießen. An einen hellen, warmen Ort stellen und bis zur Keimung nur mäßig gießen. Circa 20 ml alle 3 Tage. Das Granulat sollte nicht austrocknen, Staunässe vermeiden. Nach etwa 10 bis 14 Tagen beginnt der Weihnachtsbaum zu wachsen. Weiterhin nur mäßig gießen. Nach rund 8 Monaten kann die Pflanze mit dem Bechereinsatz ins Freie verpflanzt werden. Der Würfel kann danach zum Beispiel als Stiftehalter benutzt werden. Bei Bedarf kann das kleine, selbstgezogene Bäumchen nach rund 6 bis 7 Jahren das Wohnzimmer als kleiner Weihnachtsbaum schmücken. Das ist doch richtig geil! Das finde ich richtig geil. Alter, Hammer, ein schönes Bäumchen. Ey, wir müssen jetzt Dauercam. Dauercam auf den Baum, 6 Jahre durchgestreamt. Der krasseste Streamer bei Twitch. 6 Jahre einfach nur auf den Keim immer draufgehalten. Gucken, was passiert. Und dann schön Weihnachtsbrand in 8 Jahren. Baum fackelt ab. Ätherischen Öle haben geballert. Geil, machen wir. Ich meine, easy, machen wir. Kein Problem. Launsteiner Nips also. Hammer. Schon mal bei Krogbaum reinsubben. Folgt Krogbaum jetzt auf Instagram. Das ist sehr freundlich. Dankeschön, 5for5 Games. Das ist Paket Nummer Uno. Sehr, sehr nice. Und jetzt kommt noch ein zweites Paket. Achtung. Das ist wohl Elgato-Style, weil es ist ein Elgato-Logo. Auch noch nicht reingeguckt, aber ich hab auch schon die Adresse entfernt, dass alles safe ist. Chat, habt ihr noch Bock mit mir auch in dieses Paket reinzugucken? Ich frag mich das mal wieder. Das ist auch meine, ich muss euch auch mal ein bisschen entertainen. Ich muss euch so ein bisschen auch an der Hand nehmen. Kommt hier mit. Es geht auch gleich weiter mit Heinrich. Aber jetzt müssen wir hier noch reingucken. Klar, immer. Alles klar. Okay, gucken wir hier rein. Was haben wir hier? Also, Step by Step auspacken. Jetzt haben wir hier Fanplakate. Stream Deck Fanplakate. Ist doch geil. Nochmal ein Plakat. Okay, nice. Obwohl, das ist schon ganz geil, muss ich sagen. Das ist schon schön fancy. Könnte ich mir da irgendwo einrahmen. Finde ich geil. Plakate. Moin, Zun. So, was haben wir noch hier drin? Geiles hier noch so ein kleines Package. Was haben wir hier? Aufziehen. Oh. Guck mal, eine Stream Deck Weihnachtsplatte. Aber ich habe gar keinen Stream Deck. Wo das geht. Ich habe noch so ein altes Stream Deck, da kann ich gar nicht die Faceplate austauschen, Elgato. Aber trotzdem, Dankeschön. Stell ich mir einfach hier hin. Aber ist doch geil. Oder war das ein Wink mit dem Zaunfall, dass ich mir jetzt ein neues kaufen soll? Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall auch nice, freue ich mich drüber. Es geht aber noch weiter, hier ist noch mehr drin. Happy Holidays. It was incredible to watch you. Your community, das seid ihr, and our community grow together this year. We are sincerely grateful and can't wait to see you achieve more greatness next year. There's even more. Enjoy the festivities and let's create even better in 2022. Your Elgato family. Nice. Das ist doch more greatness. Kommt mir immer eine Tüte, Chat. Ganz klar. Hier ist aber noch mehr drinne. Achtung. Alter, wie geil. Geile Aufkleber. Die haben aber fancy Aufkleber. Das ist schon ganz geil. Ich zeige euch das so. Oh, guck mal. Das ist auch sweet. Das sind süße Aufkleber. Die finde ich geil. Die nehme ich mit zur Seite. Was ist hier noch drinne? Neonlicht? Elgato Neonlicht? Was kann das? Was ist das hier, Chat? Was habe ich hier bekommen? Neonlicht ist doch immer geil. Alter, was ist das denn geiles? Leuchtet das geil? Ich will das sofort anschließen. Ja, wäre das was für ein Sprinter? Ja, bestimmt. Das ist immer geil. Ey, mehr Licht ist immer Hammer. Ich freue mich tierisch immer über mehr Licht. Bisschen Werbung, aber immer Neon. Ja, ey, aber ganz ehrlich, es sind noch gute Leute. Die haben mich hier auch alle... Ganz ehrlich, also muss noch mal sagen, Werbung hin oder... Hü oder hopp, hin oder her. Die Firmen, die mich hier supportet haben das Jahr über und ihr auch eben. Also die Community und die Firmen. Und das waren ja auch nur eine Handvoll Firmen. Aber da bin ich wirklich ehrenhaft dankbar. Ohne Scheiß, ehrenhaft dankbar. Wir können auch gleich kurz mal Real Talk machen. Aber erstmal Heinrich durch die Gegend schicken. Ja, wie kriege ich jetzt...
Ich kriege jetzt hier Strom dran. Ist hier noch was drin? Noch ein bisschen Bindfaden. Machen wir eben noch an die Wand dran, Chef. Was? Ist halt Werbung. Ja, aber ist das nicht egal? Ich bin doch dankbar. Aber schreibt doch nur eine Person. Die anderen finden es geil. Okay, mach ich dran. Dankeschön, ich find's richtig nice. Kurz aufräumen. Ey, nur schon jetzt auf einmal schon mehr Greatness bekommen. Häng auf das Ding. So. Hier die Aufkleber. Wo packe ich die? Ich packe die zur gelben Gabel, Chat. Ich packe die Aufkleber und so ein Zeug, was ich da mal hier in die Community reinschmeiße aus Nettigkeit. Da schmeiße ich alles hier in die Schublade, wo die gelbe Gabel ist, ja? Falls ihr das sucht. Ich vergesse doch immer alles, ohne Scheiß jetzt. Vanillehippo, du bist auch da, wie schön. Die gelbe Gabel. Cool. Das haben wir doch fein ausgepackt, Chat. Ich könnte jetzt natürlich die LED-Lampe mit der neuen Powerbank betreiben. Ihr wisst ja, was die beste Erkenntnis dieses Jahres für mich? Diese Dinger. Tesa Power Strips ist einfach für mich das Allergeilste. Ich nehme jetzt hier so einen Eumel dran, knall den alten Hund da drunter. So. Und dann gucken wir mal, wie wir das Licht platzieren. Das ist super easy. Hier, Chat? Hier? Hier irgendwo, ne? Hier müsst es hin. Jetzt hole ich mir noch eben Bindfaden. Das hängt gleich, Chats. Ganz easy. Ich sag euch, ihr seid überrascht. Hier, alles da. Da, wo die gelbe Gabel ist, da habe ich natürlich auch Band. Das ist ein Multifunktionsraum. Alles klar. Wer ist dieser Chat? Du bist auch Teil des Chats, Lockenwurm. Aber die haben mir nicht gesagt, wie ich das aufhängen soll, das Elgato-Logo, ne? Ist egal. Also ich mach das so, wie ich das meine. So wie es schön aussieht. Da war aber ein Standfuß dabei. Aber den will ich doch gar nicht. Ich will es an die Wand hängen. Will den einen Standfuß nicht. Hä, ist doch geil. Hä, ist doch 1A.
Kesa Power Strips. Alge. Du bist hier nicht bei Knossi. Hey, ist es so hell hier? Das war ein guter Lichtakzent. Was machen wir da noch hin? Da muss noch irgendwas dran. Ne? So, beste Erkenntnis, du bist ein geiler Typ. Chat, reicht das so am bunten Licht? Ja, ne? Ich will da, aber jetzt wo ich das so sehe, ne? Jetzt hätte ich gerne an der Wand irgendwie auch ein fettes Eichhörnchen oder sowas leuchtet. Oder irgendwie so eine, weiß ich nicht, wie heißt sie? Die Dieter von Tees, die auf einer Rakete reitet oder so. Irgend sowas hätte ich gerne, LED da dran. Kleines Stück höher sollte es. Noch ein kleines bisschen höher. Hey, das Bild wird ja hier auch eingestellt und so. Habt ihr das darüber? Ich weiß nicht, kann ich so? Nee, ich find's gut so. So lassen wir das. Nicht übertreiben. Müll wegräumen, das ist immer wichtig. So. Es musste sein. Es musste sein, Chat. Ich bin einfach dankbar, wenn ich das zugeschickt bekomme und ich öffne das sehr, sehr gerne hier im Stream. Egal, ob ihr das seid, ob Firmen das seid, ist mir alles scheißegal. Ich freue mich einfach und ich finde das oberkrass, dass es hier so einen Support gibt und dass ihr da seid und dass wir alle hier gemeinsam sind. Ich finde es einfach heftig. Ohne Scheiß. Jetzt können wir aber zocken oder wir müssen noch zocken, weil ich habe einfach Bock. Wisst ihr, was ich meine? Und zwar, der Müller braucht Schellen. Es regt mich schon wieder auf, dass er so lange ohne Schellen durchgekommen ist. Und der weiß das selber auch, der Müller. Der hat selber schon ein bisschen Schiss. Der riecht das und dementsprechend Kingdom Come Deliverance. Ich starte das Spiel und gehe dann schon mal, es startet gerade, gehe dann auch gleich direkt rein ins Game. Ich brauche meine Kopfhörer. Diesmal setze ich sie richtig auf, dass auch rechts, 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 rechts ist und links, links. Damit ich auch weiß, wo der Müller ist, wo Wojciech ist. Und dann kriegt er einfach ein paar auf die Fresse. So, und ich wollte mal sagen, das kleine Disclaimer. Heinrich ist... wird natürlich, spiegelt nicht die Meinung des Michael Krogmanns wieder, sondern Heinrich ist natürlich ein fiktiver Charakter in dem Spiel, wird von mir gesteuert und ich mache dann Roleplay. Ich muss es nur mal kurz erwähnen, weil man vielleicht, also Heinrich ist ein, ist, der ist geht ab, ja? Alles klar. Ist halt Mittelalter, ne? Ich sag's mal wieder, ist halt Mittelalter. Heinrich, peinlich, so ist es. Und so, das Bild ist hier, Chat habe ich direkt da drüber, alles sichtbar. Ich habe hier meine Stream-Info.